Willkommen zurück bei Let's Play Geheimakte 3. Wir nähern uns in großen Schritten dem Finale. Denke ich mal. Also, wir haben die Cunningham gefesselt. Wir haben Max gerade losgeschickt, um die Firewall auszumachen, damit der nette Herr, der Assistent, der hat keinen besonderen Namen, der heißt einfach nur Assistent, Assi.tent, und der kann dann eine Umprogrammierung starten von diesem, von der Maschine hier, die komplette Menschheit auslöschen soll. So, ich rede mal mit dem kurz. Zum Glück gibt's Leute wie ihn, die Fehler wieder gut machen wollen. Wir haben bereits alles besprochen. Okay, ihn ins Rechenzentrum begleiten, damit er dort die Maschine umprogrammieren und das Experiment stoppen kann. Genau. Da können wir mal durch die Tür gehen. Kommt er mit? Ah, okay. Das Sicherheitssystem wurde aktiviert. Sicherheitssystem? Laserbarrieren. Wenn wir die auslösen, wird der Gang hermetisch abgeriegelt und Gas eingeleitet. Ich sehe aber nichts. Das nennt man Reinraum. Hier drin haben wir nahezu staubfreie Luft. Da sind Laserstrahlen nicht zu sehen. Und was sollen wir jetzt tun? Man kann das Sicherheitssystem an der Konsole ausschalten. Dazu braucht man allerdings die passende Keycard. Die Sie nicht haben. Leider. Na schön. Vielleicht fällt mir ja was ein. Wer sich auch sowas immer ausdenkt, das... Zum Rechenzentrum. Kann ich da schon... Da sind die Laserbarrieren zum Fahrstuhl, zur Krankenstation. Da ist wohl zu. Hier hängen zwei Laborkittel. Einen können wir vielleicht mitnehmen, können wir uns vielleicht als... Verkleidet kommen wir auch nicht durch die Bewegungsmelder. Aber mal schauen, was in den Taschen der Laborkittel ist. Ein Schlüssel mit Feuerzeuganhänger und Schminkutensilien. Oh. Lippenstift, Schlüssel mit Feuerzeuganhänger. Geht der Schlüssel auf die Krankenstation da? Das... Hier gibt's kein Schlüsselloch, sondern nur einen Kartenleser. Okay. Ein kleiner Schlüssel mit einem Feuerzeug als Anhänger. Ein roter Lippenstift. Oh, gleich mal auftragen auf die Nina. Na, okay, das geht nicht. Ein aufklappbarer Taschenspiegel mit zwei Spiegelflächen. Gehen wir mal, oh, hier gibt's auch ganz viel. An dieser Konsole kann man mit einer Keycard den Bewegungsmelder ausschalten. Wir haben aber noch keine. Ich benötige die passende Keycard, um die Bewegungsmelder abzuschalten. Was ist das da oben? Achso, nee, da kann ich... Ein Sensor. Der Sensor erzeugt einen unsichtbaren Laserstrahl, der über viele kleine Reflektoren zu einem feinmaschigen Netz wird. Ah, der wird dann hier... Okay. Was haben wir hier drüben? Ein Tisch. Wenn mich meine Adleraugen nicht trügen, liegt dort auf der Ablage, neben einigen Papieren, auch eine Keycard. Vielleicht ist es ja die richtige. Und ich kann damit die Bewegungssensoren deaktivieren. Aber wie komme ich von hier aus an die Karte? Also ich muss schon sagen, die Nina hat wirklich Adleraugen. Also wenn ich jetzt die Blickrichtung sehe, die geht einmal in die Krankenstation hier durch, dann durch die Wand hier wieder und dann noch so schräg nach unten. Das ist ja unglaublich, was die Nina alles kann. Ich glaube, ich kann mit dem Spiegel irgendwas machen. Kann ich das... auf den Sensor machen, weil dann kann ich das... Um einen Laserstrahl mit Spiegeln umzuleiten, müsste ich ihn erstmal sehen. Okay. Kann ich das Feuerzeug... Ja gut, das wird da auch nichts bringen, aber den Lippenstift hier vielleicht? Nee, das geht auch nicht. Okay, dann würde ich sagen, haben wir hier noch einen Tisch. Oder vielmehr eine leere Ablage aus Metall. Kann sie da denn, ich weiß nicht, mitnehmen? Einmal ins Inventar bitte. Max ist nach oben gegangen, um im Transformatorgebäude die Stromversorgung zu unterbrechen. Ach so, ja klar. Ich brauche aber etwas, mit dem ich hier den, den Spiegel schon mal in Position stelle. Nee, kann ich nicht, okay. Wir brauchen noch irgendwas, womit wir das sichtbar machen können. Habe ich da drin vielleicht noch was vergessen? In den Schubladen hier. Die Schubladen gehören zum Arbeitsplatz des Assistenten. Kann ich mir da was ausleihen? Eventuell würde das gehen. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich mich in Ihrem Schreibtisch etwas umschaue? Wenn das hilft, den Weltuntergang zu verhindern, nur zu. Natürlich, da werden jetzt unglaublich viele brauchbare Sachen drin sein. Außer einem ferngesteuerten Modell-UFO mit Fernbedienung ist hier drin nichts Brauchbares zu finden. Kann ich dieses UFO hier mitnehmen? Klar, wenn Sie es brauchen können. Die Dinger zu bauen und zu steuern ist eines meiner Hobbys. Ah. Zettel, Plastikbecher, gebrauchte Papiertaschentücher und jede Menge anderer Büroabfall. Na los.
Ein paar gebrauchte Posterstrips und ein Bleistiftstummel. Der Rest ist Müll. Okay. Ah, das rote Telefon. Da können wir Batman anrufen. Oder den Mr. President. Im Aschenbecher liegt eine angerauchte, dicke Zigarre. Sie brennt nicht mehr. Aber mit der Asche könnte ich eventuell die... Da liegt eine angerauchte Zigarre drin. Fanrin hat es wohl eilig. Die Fortschrittsanzeige steigt unaufhörlich. Wir müssen schnellstens ins Rechenzentrum und den Vorgang stoppen. Mr. President? Cool, ein rotes Telefon. Ob man damit auch den Präsidenten anrufen kann? Oder Batman? Mal im Ernst, wen sollte ich jetzt anrufen? Wir müssen ins Rechenzentrum und die Maschine stoppen. Batman? Wen sonst? Was haben wir denn hier noch? Eine Steuerkonsole? Die Konsole ist hinüber, der Schlüssel abgebrochen. Cunningham hat die Konsole zerstört. Das Herzstück der Maschine. Die hermetisch abgeriegelte Fusionskammer. Wir müssen ins Rechenzentrum und die Maschine von dort aus stoppen. So, ich glaube, hier habe ich noch einen Arbeitsplatz sieht gesehen. Aufgeräumt aus. Oh. Jane Cunningham. Gut verschnürt. Ich werde sie mit Sicherheit nicht wieder befreien. Okay. So, jetzt gehen wir nochmal hier raus. Ich habe eventuell die Können wir vielleicht, Wie soll das helfen, die Laserstrahlen sichtbar zu machen? Ich hätte ja gedacht, mit der Asche oder sowas. Du hättest ja auch den ganzen Aschenbecher mitnehmen können. Was weiß ich, was du machen könntest. Ah, wir können es anmachen. Ich hasse diesen widerlichen Gestank. Okay, jetzt können wir damit da reinpusten. Das ist der alte das Agententrick. Das kann nicht lang dauern, bis hier alles voller Zigarrenrauch ist. Na, Okay. Auf das Lasergitter. Damit könnte ich den Laserstrahl umleiten. Aber wie soll ich die Spiegel befestigen? Auf dem UFO, was weiß ich. Auf den Poster... Ich klebe mal ein paar der Posterstrips auf die Rückseiten der beiden Spiegel. Aha. Okay, dafür brauche ich jetzt ein ruhiges Händchen. Ich breche den Taschenspiegel auseinander, befestige den einen Spiegel an der linken Wand und leite danach mit dem anderen Spiegel den Laserstrahl um. Perfekt. Es hat geklappt. Können wir jetzt, Das UFO-Modell passt jetzt durch die Lücke in der Lasersperre und könnte danach unbemerkt durch den Gang gesteuert werden. Jetzt muss mir nur noch was einfallen, wie ich die Keycard mit dem UFO hertransportieren kann. Ich klebe ein paar der Posterstrips an die Unterseite des UFO-Modells. Ja, auch in der Not immer Posters, Strips dabei haben. Das UFO-Modell passt durch die Lücke im Lasergitter. Steuern kann ich es allerdings leider nicht so präzise, um damit die Keycard herzuholen. Könnten Sie mir kurz helfen, bitte? Wobei? Ich habe einen Teil des Lasergitters umgeleitet. Respekt. Wir können das Modell jetzt auf die andere Seite buxieren und damit die Keycard von der Ablage holen. Kinderspiel. Geben Sie mir die Fernsteuerung und platzieren Sie Betty vorsichtig hinterm Gitter. Betty? Fragen Sie lieber nicht. Wie Sie meinen, dann bringe ich Betty mal in Stellung. Sie haben es geschafft. Eine meiner leichtesten Übungen. Verdammt, was ist jetzt los? Frau Kalenko, wohin deswegs? Im Moment wohl offensichtlich nirgendwohin. Ah, Gruber. Zu meinem großen Bedauern muss ich Ihnen leider mitteilen, dass ich das nicht zulassen kann. Mist, ich muss hier raus. Jetzt spielen wir wohl wieder mit dem Max. Was haben wir denn hier? Die Knöpfe? Das Bedienungsfeld für den Aufzug. Ich muss zur Oberfläche. Oh, der hat aber auch einen ganz schönen Bierbauch hier. Also so sieht das von hier unten aus. Sinnlos. Der Fahrstuhl ist blockiert. Aber ich meine, ich habe ja auch einen. Also die Schlüsselkarte für den Aufzug. Es ist männlich. Schlüsselkarten sind auch männlich. So, die Platte. An der Decke der Kabine befindet sich eine fest verschraubte Metallplatte. Mit der Keycard können wir das vielleicht aufbrechen. Könnte ich die Platte vielleicht abschrauben.
Okay, was haben wir jetzt? Können wir denn da vielleicht rausklettern? Ausgang. Okay. Da ist eine Leiter, die gucke ich mir später an, die ist unwichtig. Metallbolzen, die können wir bestimmt noch mitnehmen. Metallbolzen. Und was haben wir da drüben? Die Führungsräder von dem Aufzug. Die Räder laufen auf einer Metallschiene und bewegen so den Fahrstuhl nach oben und unten durch den Schacht. Meine Finger sollte ich da lieber nicht reinstecken. Sonst kann ich womöglich nie mehr 10 Biere gleichzeitig ordern. Da haben wir es wieder mit dem Bierbauch. Selber schuld. Wow. Verdammt. Dass der so noch da lässig drinstehen kann. Los, greif die Leiter. Der Fahrstuhl fährt? Auf keinen Fall. Dann mach den Metallbolzen da rein. Das war knapp. Ich hoffe, bei Nina läuft's besser. Ach, jetzt springen wir die ganze Zeit hinterher. Hin und her. So, die Schlüsselkarte auf die Konsole, die haben wir ja gerade geholt, mit der Betty. Der Bewegungsmelder hat für heute Feierabend. So, zum Rechenzentrum. Mist. Der Eingang zum Rechenzentrum wird bewacht. Und jetzt? Sie haben nicht zufällig eine Nahkampfausbildung oder so? Ein Spaßvogel sind Sie also auch. Ich lass mir schon was einfallen. Ja, die Nina hat doch noch Lippenstift, dann kann sie die Nina ja mit ihrem Charme, mit ihrer kleinen Charmeure, auf russische Art, die Wächter hier, die Söldner, vielleicht ein bisschen ablenken oder... Ich probier das mal. Achso, das geht gar nicht. Guck mal an, so was haben wir da oben, die Sprinkleranlage. Ein Sprinklerkopf der Feuerlöschanlage. Im Fall eines Brandes bringt das erhitzte Wasser ein Glasröhrchen zum Platzen... Und das Löschwasser kann rauslaufen. Außer Reichweite. Die Wasserrohre der Sprinkleranlage. Ich komme nicht ran. Okay. Die Zigarette. Haben wir die Zigarette noch? Ich guck gerade mal schnell. Die können wir doch vielleicht... Ah, verdammt. Können wir nicht mehr mitnehmen. Okay, aber ich glaube, ich habe alles dabei, was man da so... benutzen könnte. Ich überlege gerade, kann ich das denn noch mit irgendetwas kombinieren oder den Bleistift auf die Söldner anwenden als Nahkampfwaffe zum Beispiel? Oder die Posterstrips? Braucht ihr Posterstrips? Nee. Das wäre so cool, wenn das funktioniert hätte. Nein, geht auch nicht. Vielleicht kann ich die... Nein, geht auch nicht. Nicht das auf das Feuerzeug, das Feuerzeug hier drauf. Wäre natürlich auch gut gegangen. Ein Walkie-Talkie. Damit kann ich mich mit Max verständigen. Oder wenigstens irgendwie ein Dialog oder sowas. Das wäre cool. Das wäre richtig cool. Oder den Typen anmalen hier. Entschuldigung. Noch eine Keycard. Fast so vielseitig wie ein Schweizer Taschenmesser. Was? Ich überlege gerade, irgendwas, Entschuldigung, irgendwas Logisches muss es natürlich sein. Was könnte ich denn machen? Nach den vielen Zwischensequenzen bin ich so ausgelaugt und brauche wieder, weiß gar nicht, was ich tun soll. Ich müsste das eigentlich, könnte ich doch, das sind bestimmt so wasserscheue Typen, wenn ich irgendwie... damit ich die Sprinkleranlage irgendwie anmachen könnte. An dieser Konsole kann ich benötige die passende Keycard. Ja gut, wenn wir... Ach so, nein. Wir haben doch die Keycard da schon benutzt und jetzt haben wir eine neue. Oder wie? Oder was? Ich probiere gerade mal was. Ich muss irgendwie an die Sprinkleranlage irgendwie da rankommen. Aber ich weiß leider nicht so genau, wie. Habe ich denn noch was im Büro bei dieser, bei der Cunningham? Habe ich da noch was liegen? Ich sehe leider auch nicht, ob ich hier. Ich bin so uninspiriert. Das geht auch nicht mit den Söldnern. So einfach ist das nicht. Schwer bewaffnet. So einfach.
Schwer bewaffnet. Aha. Der Eingang zum Rechenzentrum. Solange die Wachen dort stehen, kommen wir nicht in den Serverraum. Aber wie kriegen wir die Wachen da weg? Ich glaube, das machen wir... Das wäre so cool mit dem Lippenstift. Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Ich weiß nämlich gerade gar nicht, was ich machen soll. Nee. Wir machen das in der nächsten Folge. Bei Geheimakte 3. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.